Also, die Lerche singt in der Luft. Die Lerche singt in der Luft. Das ist eine Lerche. Diesen Vogel nennt man Lerche. Die Lerche singt in der Luft. Gut, das sind meine Päckchen. Und jetzt könnte ich natürlich fragen, wieder die Frage nach dem Wo. Wo singt denn die Lerche? Na klar, wo ist es? In der Luft. Aber ich muss jetzt noch die Frage aufschreiben. Ich habe jetzt zwei Zeilen. Also, wo? Und jetzt bleibt das das einzige Wort hier. Wo singt? Na, das ist das Tunwort. Also da muss ich wirklich ins Graue. Singt. Wo singt sie? Na, wo singt sie? Die Lerche. Könnte ich hinten noch hinschreiben. Die Lerche. Und Fragezeichen. Ich habe ein Fragewort. Und jetzt gebe ich die Antwort. In der Luft singt sie. Die Lerche. Oder, genau, in der Luft singt, oh, das Rotkehlchen ist mitten in der Zeile, singt sie, ne, nämlich die Lerche. Letzter Satz im Arbeitsheft. Das Rotkehlchen hüpft im Strauch. Ich mache meine Päckchen. Das Rotkehlchen hüpft im Strauch. Wo hüpft das Rotkehlchen? Na klar, im Strauch. Also, das ganze erste Feld, egal wo, kann ich hier einfach wo reinschreiben. Wo hüpft? Wo hüpft? Ja, und jetzt, wo hüpft das Rotkehlchen? Also es. Wo hüpft es? Nämlich es, das Rotkehlchen hin, Klammer zu, Fragezeichen, wichtig, wo hüpft es, das Rotkehlchen? Also im Strauch hüpft das Rotkehlchen oder es, ne? Es, Klammer auf, das schreibt eng, Rotkehlchen. Punkt. Oh, hier gehört natürlich kein Fragezeichen rein, weil das ist ja eine Antwort. Ne? In der Luft singt sie, die Lerche. Ja, war ein kleiner Fehler von mir. So, gut. Und die letzten drei Sätze sollst du im Heft machen. Das heißt, du sollst hier genau wie immer deine Päckchen machen. Na, du hast die Päckchen ja hier schon in der Tabelle und du fragst immer nach wo. Der Kuckuck ruft im Wald. Wo ruft er, der Kuckuck? Im Wald ruft er, nämlich der Kuckuck. Also im Wald ruft der Kuckuck oder im Wald ruft er. Der Habicht kreist über dem Feld. Wo kreist er? Oder wo kreist der Habicht? Ah, über dem Feld kreist der Habicht. Oder der Storch stolziert über die Wiese. Wo stolziert der Storch? Über die Wiese stolziert der Storch. Oder über die Wiese stolziert er. Kannst du auf beide Weisen machen, ist für mich beides in Ordnung. Schreibe diese Sätze so auf, wie wir es hier gemacht haben. Du siehst, es ist immer das gleiche Muster, immer das gleiche. Schreibe es genauso im Heft. Schreib den Satz ab, mach die Päckchen, wie wir es gemacht haben, stell die Frage nach dem Wo und beantworte sie, indem du anstatt des Wo, na, immer die Antwort eingibst. Zum Beispiel im Wald ruft der Kuckuck. Wo ruft der Kuckuck? Im Wald ruft der Kuckuck. Oder wo ruft er? Im Wald ruft er. Alles klar? Ich glaube, das habt ihr kapiert und das schafft ihr. Ist ein bisschen kompliziert, aber es schafft ihr schon. Wir sehen uns morgen. Ich freue mich sehr, euch mal wiederzusehen.
Macht's gut. Ciao. Bis dann.